Du entscheidest dich für dein Aussehen und damit auch für deine Wirkung auf andere Menschen. Hierbei spreche ich vor allem den Teil an, den du selbst beeinflussen kannst. Gepflegt oder ungepflegt, Veränderungen im Gesicht oder nicht. Herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Mein Name ist Christoph Stelzhammer. Dieser Podcast richtet sich in erster Linie an Fach- und Führungskräfte, die mehr wollen, als nur einen Job zum Geld verdienen. Ein Top-Job übersteht jeden Wandel mit Bravour, denn er wird von einer Person ausgeführt, die sich voll und ganz mit all seinen Fähigkeiten einbringen kann und im besten Fall auch noch ihre jeweilige Berufung leben kann. Mehr dazu auch unter berufungszentrum.com oder wie immer auf berufspodcast.com. Ja, ich selbst bin ziemlich tolerant, was das Aussehen von Menschen anbelangt. Ich lasse mich von Tattoos oder Piercings etc. nicht zu sehr beeinflussen. Allerdings sehen meine Kunden das durchaus nicht immer so locker. So kommt es bei mir auch immer wieder vor, dass meine Kandidaten nicht zuletzt wegen ihres Äußeren eine Absage erhalten. Ist das nun diskriminierend? Jedes Unternehmen pflegt ein Image und möchte dieses über ihre Mitarbeitenden auch nach außen tragen. Es gibt Unternehmen, die bewusst divers aufgestellt sind und auch dieses, sagen wir, durch höchst unterschiedliche Menschen zur Schau stellen. Dann gibt es wieder Unternehmen, die sehr traditionsbewusst sind und sehr seriös wirken wollen. Hier haben dann Personen mit extravagantem Körperschmuck durchaus das Nachsehen. Zumindest, wenn sie direkten Kundenkontakt haben. Darf man mit einem ungepflegten oder überlangen Bart bei konservativen Kunden auftreten? Wie stark dürfen die Ohren gepierst sein? Sind Piercings und Tattoos okay? Jeder soll sich geben und schmücken, wie es ihm oder ihr gefällt. Man muss nur mit den Konsequenzen leben. Im Verkauf ist es meist wirklich extrem hinderlich, wenn man zu üppigen Körperschmuck zur Schau stellt. Es kann tatsächlich sein, dass sich der ein oder andere Kunde etwas ablehnend verhält. Damit muss man dann auch leben. Wenn es dann zu Umsatzeinbußen kommt, ja, dann ist es sicherlich sehr, sehr ungünstig. Und ich denke, dass es durchaus okay ist, wenn man seinen Körper in der Außenwirkung anpasst. Man muss sich dann nur bewusst sein, dass es gewisse Bevölkerungsgruppen ablehnen werden. Wenn man damit leben kann, ist ja überhaupt gar kein Problem. Ja, warum bringe ich das in der Form? Ich hatte tatsächlich jetzt vor kurzem wieder einen Kandidaten hier, der hat aus meiner Sicht sich möglichst den Umständen entsprechend, ich sag mal, wirklich optimal präsentiert und ja, hat dann seinen Bart dann auch gepflegt. Der war im ersten Gespräch nicht so wahnsinnig gepflegt, aber im zweiten dann ja. Und auch, dass die Piercings dann nicht zu sehr in den Vordergrund gestellt, aber gleich sah man das natürlich. Das waren spezielle Ohrenpiercings auch. Und ich fand das jetzt nicht so schlimm, ja, weil der wirkte insgesamt also sehr, sehr gut. Also ich habe dem das abgenommen, für mich war das gar nicht so ein Thema. Aber Fakt war, dass mein Kunde das gar nicht so sah. Ja, also das passte einfach nicht. Also für meinen Kunden war das sehr befremdlich, weil die sind halt auch sehr, sehr konservativ auch aufgestellt oder vielleicht sagen wir traditionsgemäß. Und da hat das gar nicht mehr gepasst. Ja? Und ich finde das dann schade, weil man vergibt sich so die Chance, einen guten Job machen zu können in einem Unternehmen, wo einen sehr, sehr guten Namen hat. Finde ich extrem schade, wenn man sich das deswegen vertut. Andererseits muss man sagen, okay, man muss sich ja nicht verbiegen, wenn man so bleiben will. Völlig okay. Ja? Also mein Tipp ist hier, überleg dir einfach gut, ob du und wie du dann sichtbare Piercings und Tattoos wirklich dann auch zeigen willst und welche Arbeiten dann auch zu dir passen. Natürlich immer schwierig, dann in die Zukunft zu schauen, was vielleicht auch in der Zukunft passend sein könnte. Aber eben,
in der Außenwirkung muss man halt entsprechend sich bewusst sein, dass das natürlich auch Konsequenzen hat. Wenn man damit leben kann, ist das völlig okay. Ja? Und ja, ich achte natürlich auch mehr auf die inneren Werte, ganz klar. Und dennoch trifft man sich in erster Linie natürlich zuerst mal über das Äußere. Ja? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was meinst du dazu? Hast du vielleicht noch Anregungen oder auch ganz andere Sichtweisen? Würde mich freuen. Wie immer freue ich mich natürlich auf deine Rückmeldung. Also bis bald. Alles Gute, dein Christoph.